Loading electronic video assistance, EVA. Welcome back, Squaddy. Hi, ich bin Piranha. Willkommen bei Squad Explained. Heute schauen wir uns an, wie du in Squad Bugs reduzieren, vermeiden oder damit lernst, umzugehen. Denn es gibt da einige Tricks, die dir das Leben viel leichter machen. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, im Hintergrund habe ich auf einmal kein Anti-Aliasing mehr. Das Problem kann man doch relativ leicht beheben, indem man im Grafikmenü einfach das Anti-Aliasing kurz ausstellt, bleibt und anschließend wieder einstellt. Dadurch wird das Anti-Aliasing wieder auf die Top-Ebene gebracht. Denn vorher verschwindet es einfach hinter die Ebene, kostet euch Leistung, bringt euch aber nichts optisch. Gehen wir mal weiter zum nächsten Problem. Ihr kennt das sicher, ihr steigt in den Lodge ein und auf einmal, zack, bumm, ist eure Kamera stationär. Kein Problem, benutzt einfach die F-Tasten zum Sitz wechseln oder steigt ein und aus und zack, bumm, seid ihr wieder on position. Steigt ihr auch im normalen Lodge einfach aus und seid irgendwie stuck. Kein Problem, wieder einsteigen, aussteigen und das müsst ihr den Bug beheben. Wir kennen das Problem nicht. Ihr startet mit einer laufenden Runde rein, wollt in ein Fahrzeug gehen, aber das Fahrzeug ist nicht einsteigbar. Ihr könnt da einfach nicht einsteigen. Dann sucht euch ein Teammitglied oder irgendjemand spricht irgendjemand an. Der muss einfach nur ins Fahrzeug reinspringen, kurz die Engine anmachen, kurz mal W drücken und zack ist das Fahrzeug wieder synchron. Und dann könnt ihr es auch benutzen. Was bei dir passiert? Habt ihr auch manchmal ab und zu das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, die FPS-Zahlen schwanken, irgendwelche Texturen werden nicht richtig angezeigt. Dann liegt das meistens gar nicht an der Hardware, sondern einfach nur daran, dass ab und zu mal die Unreal Engine Datenbank Fehler bekommt. Squad bekommt sehr viele Updates. Und das wiederum heißt, dass es ab und zu Problemen in der Datenbank kommen kann. Ihr müsst einfach ab und zu mal nachchecken, ob alle Dateien noch vorhanden sind bzw. korrekt eingeordnet wurden. Es kann immer wieder passieren, dass Daten nahe rausgehen, deswegen geht auf Steam-Einstellung, installierte Dateien und überprüft das Verzeichnis. Fehlt irgendetwas, ist was kaputt, kümmert sich Steam automatisch darum. Aber nicht nur eure Unreal-Datenbank kann beschädigt sein. Manchmal kann auch die zwischengespeicherten Dateien und Einstellungen fehlerhaft sein. Deswegen, wenn irgendwas ist, ab und zu müsst ihr das Cage-Spiel mal zurücksetzen. Löscht einfach den Cage, aber stellt vorher sicher, dass ihr eure Grafikeinstellungen und eure Tastatureinstellungen gespeichert habt. Ich würde empfehlen, ihr benutzt einfach einen Screenshot und speichert die Tastatur über Presets. Stellt auch sicher, dass ihr die Grafiktreiber up-to-date haltet. Genauso wie die Windows-Updates. Denn Probleme verursacht das häufiger als man denkt und tatsächlich sind es die häufigsten Fehlerquellen. Auch uns. Schauen wir uns mal weitere Fehler an. Nehmen zum Beispiel die Freisicht-Bug. Oder ihr kennt das, ihr guckt euch mit Alt um. Den gleichen Bug kann passieren, wenn ihr einfach spawnt, dann müsst ihr euch nicht kurz machen. Meistens ist der einfach behebbar, indem ihr die Alt-Taste drückt oder eure Handstand ändern. Also einmal in die Knie gehen, hinlegen, aufstehen. Damit löst ihr in der Regel das Problem am häufigsten. Sollte das Problem trotzdem nicht lösbar sein, gibt es die Variante 2. Ihr lasst euch vom Teamkamerad erschießen, wieder aufheben und das behebt auch in den meisten Fällen, wo es vorher nicht geklappt hat, den Bug. Es gibt aber leider auch mit diesem Bug noch extremere Möglichkeiten. Nämlich, dass der Bug nur gelöst werden kann, indem ihr die Konsole J, damit öffnet ihr die Konsole, Respawn eintippt. Löscht vorher alles aus. Wenn ihr zu häufig gegen Vehikel lauft oder gegen zu viel gegen Objekte springt oder abgeprallt werdet bzw. zurückgeschickt werden, kann es sein, dass ihr eure Stamina komplett verliert. Das ist der neue Stamina-Bug. Habt ihr diesen Stamina-Bug, hilft nur eine Sache. Findet einen Teamkollegen, lasst euch niederschießen, der hebt euch wieder auf und dann regeneriert auch die Stamina wieder normal. Denn ohne Stamina wird Schießen echt ein Problem, vor allem wenn man das nicht eindeutig sehen kann. Es kann aber auch nicht mal ab und zu passieren, dass ihr irgendwo reinglitscht, irgendwo rüberkommt oder sonstige Fehler passieren, indem ihr gar nichts mehr machen könnt. In diesen Hardcore-Fällen müsst ihr dann immer die Konsole benutzen. Öffnet mit J die Konsole, löscht alles raus und tippt einfach Respawn ein. Das löst all eure Probleme. Und in den meisten Fällen reicht das auch. In den ganz, ganz seltenen Fällen hilft nur, das Spiel neu zu starten, die Daten reparieren und dann nochmal das Bugfixing betreiben. Ihr findet Objekte wie Stacheldraht immer wieder über der ganzen Map. Was euch aber keiner gesagt hat, ist, wenn ihr dem Objekt zu nahe kommt, gerade mit dem Kopf, wenn es gerade mal kurz Probleme mit dem Server gibt oder auch ohne, kann es sein, dass ihr davon einfach geunstattet werdet. Deswegen achtet auf Stacheldraht. Stacheldraht kann euer Leben schneller wenden, als ihr denkt. Wer kennt's nicht? Ihr habt gerade eine Schießerei gehabt, wollt nachladen und oh, ihr wollt schießen und bumm, nein, es geht nicht, ihr könnt nichts machen. Tja. Das nennt man den Reload-Bug, gefixt bei OV, aber irgendwie doch nicht. Tja, was ist passiert?
Ich erkläre es euch. Es ist recht simpel. Ihr ladet nach und das alte Magazin wird einfach in die Waffe nochmal reingeladen. Klingt komisch, ist aber so. Ihr könnt den Bug grundsätzlich kaum vermeiden. Das Beste, was ihr machen könnt, ist direkt am Anfang nachzuladen. Da habt ihr nicht nur eine Kugel mehr im Magazin, beim Raketenwerfer, sobald ihr könnt, nachladen. Stellt sicher, dass ihr nachgeladen habt und dass der Schuss auch wirklich nachgeladen ist. In dem Beispiel habt ihr gesehen, ich habe nachgeladen, aber es hat nicht nachgeladen. Und dann, wenn ihr das überprüft habt, dann könnt ihr wieder auf die normale Waffe wechseln und ihr seht, es wird funktionieren. Ist echt sauernervig, der Bug, und ich hoffe, es wird irgendwann mal gefixt. Aber solange es noch nicht gefixt ist, müsst ihr darauf achten. Schaut, dass ihr nachgeladen habt, sonst steht ihr nachher mit einem leeren Magazin direkt vor dem Feind. Das macht Spaß. Der gleiche Bug gilt auch übrigens für Fahrzeuge. Also alle Fahrzeuge, die einen Touring besitzen. Also sprich, so ein MG wie hier in dem Beispiel, der GMG, AMG, was auch immer. Ladet ihr häufiger nach, kann es passieren, dass ihr nach dem Nachladen nicht mehr nach rechts oder nach links drehen könnt. Das Einzige, was hilft, ist einsteigen oder den Sitzplatz wechseln und wieder zurück auf die Waffe, dann könnt ihr die Waffe normal benutzen. Die häufigste Form des Reload-Bugs ist allerdings die, dass ihr quasi einfach 4 Sekunden lang keine Animation habt und dann funktioniert die Waffe wieder. Und deswegen würde ich euch absolut empfehlen, und nochmal daran zu erinnern, ladet direkt am Anfang, wenn ihr könnt und Ruhe habt, nach, damit ihr den Reload-Bug weniger wahrscheinlich bekommt. Checkt, ob ihr das Magazin auch wirklich nachgeladen habt, dann wechselt wieder auf die Waffe, macht euer normales Ding und sollte auch erstmal nicht so häufig auftreten. Ihr kennt es, Hacker sind echt überall und nerven die ganze E-Sports-Community. Allerdings ist Squad eine echt faire Community und ich sehe kaum Hacker. Hier in dem Beispiel habt ihr mal einen Speedhacker. Das passiert äußerst selten so. Und in dem Fall konnte man hier noch schnell genug reagieren, da das Icy auch noch nicht da war. Das heißt, trotz Speedhack war ich schneller als er. Beziehungsweise wir haben getradet. In der Regel, wenn ihr meint, dass ihr von einem Hacker getötet wurdet, ist es meistens nicht so. Häufig ist dieser Bug. Ich nenne ihn den Creeper-Bug. Passiert, wenn ihr AD-Sync seid, aus dem Budget aussteigt, da unten ist jemand runter und boom bang seid ihr zwischen Animationen gefangen. Ihr liegt quasi. Aus eurer eigenen Sicht seid ihr stehen und alles ist normal. Aber für den Gegner seid ihr extrem schwer zu sehen, glitscht ab und zu durch den Boden, manchmal seid ihr auch gar nicht zu sehen, ihr macht keine Geräusche, da ihr quasi liegend seid und außerdem könnt ihr nur erschossen werden, wenn man auf die Liegeposition schießt. Das ist nicht nur extrem nervig, genau das tötet euch wahrscheinlich eher als ein Hacker. Den Gegner werdet ihr manchmal auch gar nicht sehen, der kann quasi durch die Mauern durchschießen aus eurer Sicht und das ist extrem nervig. Aber auch Teil der Asynchronität bzw. der Desynchronität von Squad. Das heißt auch manchmal beim Nachladen ladet ihr einfach 2 Kugeln rein und in dem Fall hat ihn die High Explosive direkt getroffen. Aber weil er nämlich vorher noch die Smoke benutzt hat und quasi beide reingeladen war, nichts passiert. Gleiches gilt auch für One-Shot-Sachen. Manchmal reicht es halt einfach nicht einmal zu treffen. Und da müsst ihr manchmal echt dreimal ran. Das einzige sichere Methode in Squad jemanden hundertprozentig zu töten ist die Airburst-Granate. Das heißt, die Granate explodiert auf seinem Kopf. Und nicht nur damit genug, nein, es wird leider noch schlimmer. Ihr kennt es, irgendwo entstehen Sounds, Animationen sind desynchron, manchmal auch die Ausrichtung und das Ganze geht einem richtig tierisch auf die Nüsse. Deswegen verlasst euch nicht auf das, was ihr seht oder was ihr hört. Das kann alles desynchron sein. Gleiches gilt halt auch für den Ready, die Hub und sonstiges. Die Timer sind nicht hundertprozentig und vor allem akkurat. Aktuell hat Squad ein massives Problem mit Desynchronität. Ich hoffe, es wird irgendwann mal gelöst, aber bisher macht Ruby leider keine Anstalten, sich darum zu kümmern. Gleiches gilt übrigens auch für Animationen, wie ihr hier sehen könnt. Extrem nervig, passiert echt jedes Spiel. Es ist abartig nervig, vor allem wenn man es dann mal ignoriert und dann ist es nachher doch ein Feind, weil man einmal gesagt hat, ist nur ein Bug. Gleiches kann übrigens auch mit dem Positioning auftreten, ist halt ein bisschen seltener. Und man kann auch durch die Wände schießen, ist extrem nervig. Normalerweise kommt es nicht vor, aber in seltenen Fällen, wenn ihr meint, dass ihr durch die Wand erschossen werdet, dann kann das tatsächlich in der Realität passiert sein. In dem Fall war der hinter der Wand, hat auf einen anderen geschossen und weil ich asynchron zu ihm war, habe ich Schüsse durch die Wand gekriegt und war deswegen blutend zum Glück nicht tot. Und hier nochmal ein Hinweis, wenn ihr Fahrzeugen gegenübertretet, da müsst ihr besonders aufpassen. Aktuell gibt es einen Bug, mit dem ihr einfach durch Wände schießen könnt. Das ist natürlich sehr, sehr uncool. Das heißt, eine Wand bietet euch nicht unbedingt Schutz. Wenn der Gegner weiß, dass ihr hinter einer Wand seid, kann der dann mehr oder weniger einfach durchschießen. Also guckt, dass ihr der Gegner nicht weiß, dass ihr hinter einer Wand liegt, dann seid ihr fürs erste auch safe, bis der Bug behoben wird. Und ich hoffe, das passiert sehr bald. Wenn euch das Video gefallen hat, smasht den Like-Button und schreibt mir was Liebes in die Kommentare. By the way, die meisten Kommentare, die hochgewordet wurden, was wir nächstes Mal besprechen sollen und wo ihr mehr Auskunft bzw. Informationen wollt, der wird nächstes Mal behandelt werden. Also ich schätze mal in 2 bis 4 Wochen. Piranha, over and out. Und danke fürs Zuschauen.